Ja, da schaut mich Elisiv zu Recht ein bisschen skeptisch an und auch die anderen Mädels wissen nicht so ganz, was sie davon halten sollen. Wir hatten die Evil Lair of Hydra doch eigentlich schon in der letzten Mod-Vorstellung, oder? Ja, das ist völlig richtig, aber das ist das Praktische. Für die nächste Mod-Vorstellung brauche ich nicht irgendwo hinzugehen und es ist völlig egal, wo ich mich aufhalte, denn diese Mod nennt sich Haven's Back und diese Mod macht Klick, wenn man drauf drückt und die Mod teleportiert mich in den Haven Back, wie man sieht, ohne Follower und wir befinden uns plötzlich in einem Sack. Tja, verzwickte Sache das, ne? Und ich finde diese Mod einfach nur unfassbar genial. Dann stellt euch mal vor, ihr könnt mit dieser Mod jederzeit, auch wenn ihr euch mitten in einem Dungeon befindet, hierher teleportieren. Ihr habt gerade einen Haufen Erz gefarmt, aber ihr habt nicht mehr genug Platz frei in eurem Inventar, um weiterzulaufen. Kein Problem, rüstet euren Haven's Back aus und geht direkt an die Schmelze hier. Der Minismelter übernimmt die Arbeit und ihr könnt die Barren dann auch direkt in einer der Kisten hier einlagern. Das ist auch genau für, also es sind Kisten, die für uns reserviert sind, nicht, dass hier irgendjemand reinkommen könnte. Wir haben hier Wardrobe, wir haben hier alle Crafting Stations, die es gibt. Wir haben hier ein Tanning Rack, wir haben ein Alchemielabor, wir haben eine Schmiede, einen Schleifstein, eine Werkbank, einen Arkanen Verzauberer, einen Cooking Pot und einen Minismelter. Ja, ich sag einfach mal so, diese Mod hier nutzt einfach mal alle Mods, die es nicht schaffen, in riesigen Häusern alle Crafting Stations unterzubringen. Auf so einem kleinen Raum kann man alles, was man zum Leben braucht, unterbringen. Ja, man sieht hier, es sind hier auch ein paar Ressourcen bereits vorgegeben, die man nutzen kann, aber nicht muss. Diese ganzen Goldhaufen kann man natürlich leider auch nicht ausrüsten, aber naja. Ich finde es eine unfassbar geile Idee und eine unfassbar gute Sache. Es gibt hier auch ein Bett, das heißt, wir können auch mitten im Dungeon hier in diesen Bag wechseln, können uns hier kurz aufs Ohr legen und sobald wir ihn dann nochmal ausrüsten, laden wir automatisch genau da, wo wir ihn benutzt haben. Und falls ihr mir das nicht glaubt, ich beweise es euch. Ich gehe nochmal nach draußen und wir werden draußen nochmal hier einfach den Haven's Bag ausrüsten. Und wir sind wieder hier drinnen und es ist alles so, wie wir es verlassen haben. Unsere Begleiter folgen uns nicht in den Haven's Bag, denn das wäre auch ein bisschen eng hier drin, vor allem wenn man eine Mod verwendet, mit der man mehrere Begleiter haben kann. Da wird es hier in diesem Sack ganz schnell ziemlich eng. Das klingt merkwürdig. Und ja, eine Mod, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Man kann natürlich damit cheaten ohne Ende. Was man allerdings nicht kann, das muss ich vorwegnehmen. Man kann diesen Haven's Bag nicht während eines laufenden Kampfes ausrüsten. Also so überpowered ist es dann wieder nicht. Wenn man den Haven's Bag während eines Kampfes ausrüstet, dann passiert einfach mal gar nichts. Das heißt, man rüstet ihn zwar aus, aber man wird nicht hier herein teleportiert. Der Modersteller hat also sichtlich mitgedacht und ich bin. Ja, wie gesagt, ihr habt es, glaube ich, schon mitbekommen, ich bin begeistert von dieser Idee. Auch wenn das Licht hier drinnen ein bisschen, ja, wenn ich jetzt die Lampe ausmache, dann ist es hier schon ein bisschen dunkel drin, aber in einem Sack ist es ja bekanntlich dunkel. Und das Bett liegt schön im Dunkeln, also im extra Dunkeln. Und hier ist ein leuchtender Death Bell. Ah ja. Ja gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und good. Bye.